Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Wir zocken jetzt den Jhin ADC auf Botlane. Und zwar, weiß ich gar nicht. Ich war mal vor längerer Zeit, ich meine, wo der rausgekommen ist, ist ja schon ein bisschen was her. Aber wo der rausgekommen ist, habe ich den eigentlich ganz gerne mal gezockt. Und ich spiele den ganzen, oder spiele den ganzen Shit jetzt zuerst auf diese Crit-Handschuhe. Bitch. Haben wir erstmal ordentlich einen auf den Sack gegeben. Bitch. Oh. Zack. Ich habe mir gerne, oder ich kaufe mir gerne diese Handschuhe als erstes. Um mehr Crit zu haben. Oh, der haben wir wiedergegeben, der alten Hexe. Und mit dem Crit ist das nämlich ganz cool, dass man dann auf jeden Fall schon diesen Lauftempo-Boost bekommt. So. An sich erstmal farm, wie immer Botlane und so. Der Chaco kommt, deswegen chillen wir jetzt mal ein bisschen hier. Na, schade. Ja, der Stream, der hängt mir auch noch ein bisschen in den Knochen. Ich bin gerade mächtig müde irgendwie. Ich habe ja gestern... Achso. Ah, nee, komm. Ich lasse es wieder sein, weil... Ist ja überhaupt nicht relevant. Vor allen Dingen nicht realistisch. Weil das Video kommt ja... What? Ich bin da wieder reingerannt. Kommt er erst wesentlich später. Da ist der Streamer schon lange wieder Geschichte. Ja, diesmal war ich jetzt nicht. Oh, ups. Ja, da reingerannt. Ich glaube, ich habe die Q immer gemaxt. Mein Gott, ey, diese Soraka, die geht mir so auf den Sack, ne? Naja, die Soraka geht mir richtig auf die Zähne. Ich hasse Soraka. Mein Gott. Die macht zwar nicht viel Damage, aber... Es ist trotzdem mega ätzend. Ehrlich? Shit. Ich glaube, die sind beide geflasht. Also beide geflasht und Heal ist, glaube ich, auch raus. Heißt, wir sind wieder even. So nicht.
So, aber ich gehe jetzt zurück. Ich werde mir jetzt das hole ich mir jetzt erst schon das Dings. Na ja, komm, ich bleib doch noch. Ach, Soraka. Ich weiß nämlich noch nicht genau vom Preis her, ob es reicht. Ach. Oh. Nein, ehrlich. Hat es gereicht von der Reichweite? Ist sie doch noch rangekommen? Mister. Ne, reicht nicht. Scheiße. Naja, gut, wenigstens das. Schade, Schokolade. Haben wir den ersten Kill abgegeben. Ich bin noch nicht Level 6. Wow, der Dodge war übel. Also ich glaube, die spielt die Vayne auch nicht zum ersten Mal. Naja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal mit dem aggressiven Spielen. Spielen wir ein bisschen defensiv. Ich meine, Jhin blüht im Late Game erstmal richtig auf. Aber von daher alles gut. Ich meine, gut, die Dings blüht ja auch im Late Game erst richtig auf. Okay, Katharina ist gestorben. Ich wollte erst noch hingehen und mit der Ult versuchen, da ein bisschen was zu machen. Aber gut, wenn ich schon tot ist, dann ist es schon tot. Mal wieder. Du hast keine Fantasie. Was geht? Wollt's tanzen oder was, ha? Vayne? Vayne interessiert's. Jawohl. Na! Nein! Shit! Jawohl! Jawohl, da hat wenigstens gereicht. Der Move von der Vayne war schon cool. Dass die sich dann aus der Ult so rausgerückt hat. Einfach offensiv gegangen ist. Aber hat ja auch nicht viel gebracht. So, shoppen. Man hat die Vayne 60 CS, ich habe 7 CS mehr. Die geht schon mal ein bisschen mehr auf Attack Speed. Aber selbst das sollte ich jetzt mehr haben. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welche Boots ich immer genommen hatte. Ich glaube nicht, dass ich die genommen hatte. Ich glaube, ich hatte sonst immer die
Attack Speed Boots, weil Attack Speed wird in Angriffstempo um spezielle angeschaut, erhöht sich um 6% des Attack Speedes wird in Dings umgewandelt. In Lauftempo und Angriffsschaden. Ah komm, scheiß drauf. Wir holen uns jetzt die einfach aufgeschissen. Bin sich da jetzt wieder am überlegen bin und ich komme sowieso nicht auf den grünen Zweig, also scheiß drauf. Holen wir uns einfach die schnellen Boots und drauf geschissen, so wie das vorgeschlagen wird. Und jetzt gehen wir halt wirklich nur auf Crit-Items. Auf Crit und Damage. Weil der Attack-Speed braucht man nicht unbedingt durch diese sonderliche Passive, aber ich meine, auf alles, was Crit hat, hat auch automatisch Attack-Speed. Wow. Ah, jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Druck machen. Und Druck gefällt der Vayne ja nicht so ganz so gut. Ups. Wenn ich schieße, dann tanzen sie. So einfach ist das. Nein. Aber die Soraka, die pokt mich halt die ganze Zeit, ne? Die nervt mich. Die nervt mich! Lass das! Ich will das nicht mehr. Hör auf, du Miststück. Das ist Darius, Alter. Holy what? Es würde die Sache erleichtern, wenn du farblich nicht so begrenzt wärst. What the fuck? Warum kommt hier ein Darius runter auf die Botlane? Ich hab mein Flash gefailt, Alter. Ohohoho. Aber ey, der Shen, Alter, der hat mir übelst den Arsch gerettet. Ich hab kein Mana. Kacke. Hat auch nicht gereicht. Los, schieß doch da drüber, du Affe. Holy shit, die hat ihr Flash noch. Ah shit, aber der geht drauf. Zack, easy. Oh lol. Ich hab den größten Teil des Schadens gemacht, Alter, und der kriegt den Kill und ich krieg nur einen Assist. Das fand ich jetzt seltsam. Ich glaube, hier probiere ich das jetzt auch einfach mal aus mit dem neuen ADC-Bild. Ich bin nicht gut. Ich strebe nach Perfektion. Weil eigentlich auf Tristana hatte ich das, meine ich, letztes Mal gemacht. War mit dem Abo-Game mit dem Win TV, Win 5 TV. Fin 5 Live TV, glaube ich, Isa jetzt genau.
Da habe ich ja ordentlich rasiert mit der Tristana. Und so probiere ich das jetzt einfach nochmal. Warum kann die schnell laufen? Da muss doch eigentlich einer im Busch dann stehen. Ja, schade. Hat die Dings sich davor geschmissen. Warum ist der Darius denn die ganze Zeit hier unten? Ach, ehrlich. Hat die mich eh immer wieder mit dieser Scheiße trifft, ne? Aber ich verstehe absolut nicht, warum der Darius nonstop hier unten ist. Ist ja, und das ist ja nicht der Jungler, oder? Nee, die haben ja eine Chaco im Wald. Ja, das ist natürlich dann doof, ne? Wenn sie dir dann jetzt hier unten die Kills auch noch mopsen. Na gut, ich hatte jetzt nicht wirklich den Impact. Weil ich keine Kugel gerade mehr parat hatte. Und jetzt habe ich auch kein Mana mehr. Und jetzt haut die ab, weißt du? Lol. Ich meine, wir zocken gerade eh nur normal, ne? Aber trotzdem will ich das gewinnen, ne? Dies ist alles, was ich habe. Weiß nicht, warum die jetzt eine Triple Botlane spielen. Ist die Vi AFK oder was? Ja, ich meine, was willst du da machen, ne? Der tankt den stundenlang mit dem Stun, war auch für den Arsch. Ja, da weiß ich nicht, das hat nichts. Ich glaube, die Vi ist AFK. Da war jetzt klar, dass wir da verrecken. Jetzt war ich mal am Überleben, dass das noch ein zweites Crit-Item und den, dann müsste ich mir jetzt den holen und dann noch einmal gleich den. Beziehungsweise ich hole mir jetzt erstmal direkt den. Glaube ich besser. Darf man den jetzt erstmal ausbauen?
So. Ja, und ich meine, dass sie mir jetzt alle hier die Kills immer klauen, ist natürlich auch nicht so geil. Na gut, ich krieg halt meine Assists, aber... Kills wären besser. Ich denke mal, die werden hier auch alles abgewartet haben. Wie sie jetzt auch einfach mit drei Mann immer nur rumrennen, ne? Ach, jetzt hätte ich eigentlich unten den Tower pushen können. Wie sie jetzt mit allem Mann hier runterkommen. Ist echt nicht geil. Das ist eh nur der Klon. War klar. Nein! Fuck, wie ich sie nicht getroffen habe. Oh shit. Hat die sich da reingestellt, die dumme Sau. Und auf mich gewartet. Okay, also die Vi werde ich auf jeden Fall reporten. Auch wenn es normal ist, ist mir egal, ich report die trotzdem, weil die jetzt meinte von wegen, sorry, ich musste essen. Deswegen geht man dann AFK in dem Game, ne? Da weiß ich doch vorher, dass ich essen muss, oder? Also das finde ich ist auf jeden Fall ein klarer Grund, um die zu reporten, weil das eine absichtliche Sache war. Weil dass man essen muss, das weiß man vorher definitiv. Und ja. Dafür würde ich auf jeden Fall sagen, ist ein Report vollkommen angebracht. Weil, wenn die nämlich da gewesen wäre, hätte ich meinen ersten Tower auch nicht verloren. Und dann wäre ich dementsprechend nicht so krass behind und die wären nicht so krass fett. Weil die Vayne, die hatte ich eigentlich die ganze Zeit in der Tasche gehabt. Oh shit. Und jetzt guckt euch das an, Alter. Baut ihr mich fast 3-Hit. Das ist echt ein Witz, ey. Also ich... Gut, ich glaube, dass ich heute kein Rank mehr machen werde. Denn, ja, wenn man sich das anguckt, was jetzt hier in den Normals so rumrennt, denke ich, kann ich mir eine Normal oder Rank klemmen. Weil die eine geht AFK, um zu fressen. Gerade waren, weiß ich nicht, wieder alle drei Lanes einfach nur dumm, weil die sich wieder irgendwie gezankt haben oder weiß der Teufel. Guckt euch das an, Alter. Jetzt bin ich hier alleine. In der Mitte. Gegen 3, 4.
Shit. Hätte ja klappen können. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Soll ich da runter gehen? The old waste. Das ist auch waste. Oder doch nicht, ging eigentlich. Im Großen und Ganzen. Jawohl. So, mit Geduld kriegt man dann auch mal Kills. Ich meine, gut, wir werden vielleicht können wir, also bis jetzt ist er eigentlich noch relativ ausgeglichen von der Map her. Naja, es geht. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt aufgeben wollen, weil da eigentlich noch. Ah, scheiße. Mir fehlen 100 Gold, Alter. Weil der Sieg ist eigentlich noch drin. Das ist halt so ein bisschen komisch dann wieder gewesen, ne? Ich meine, die Vi, die werde ich sowieso trotzdem auf jeden Fall reporten. Weil das mit dem Essen, das vor allem bin ich. Eigentlich muss man doch. Alleine wegen Dummheit müsste man die schon reporten. Weil wie blöd muss ich denn sein, dann zu schreiben, von wegen, ja, ich war AFK, weil ich essen musste. Dann halte ich doch mein Maul und sag von wegen, ey, mir ist mein PC abgeschmiert oder. Mir hat die Pflaume gejuckt oder mein Internet war weg. Aber doch nicht von wegen, ich musste essen. Ich war essen. Ich war AFK, weil ich essen musste. Hallo? Wie soll ich denn bitte arbeiten, wenn man mich ständig unterbricht? Deswegen müsste man alleine schon nur aus Dummheit die schon reporten. So, jetzt habe ich mein zweites fettes Item. Ich glaube deswegen der Itemweg. Ah, ich glaube der ist nicht so bombig mit Jhin. Ich glaube einfach schnell auf den normalen Wege zu bauen wäre besser gewesen. Oh shit. Wow. Ah, schade. Schade, den hätte ich auch noch haben können. Ups. Ah. Boah, Alter, ich kriege hier aber auch keine Kills, ne? Die sterben immer, bevor mein Projektil antrifft. Na gut, hey, Kills sind nicht alles, was geht. Ah, warum hat der nicht gekrittet? Ach, ich hatte gehofft, ich kriege einen Crit und kann dann schneller rennen. Aber genau, der krittet dann natürlich nicht. Naja, gut. Stats sind aber immer noch recht in Ordnung.
Wenn sie mir nicht so viele Kills immer klauen würden, wären die sogar noch besser, aber hey. Auf geschissen. Ach, die Frau pennt schon wieder, ich hab Durst. Ich brauche jemanden, der mir was zu trinken holt. Kann mir jemand was zu trinken bringen? Please? Wäre jemand so nett? So. Am liebsten Wasser. Ich bin ja hauptsächlich Wassertrinker, ne? Nur mal so für uns so. Ne? Damit ihr auch mal ein bisschen was über mich wisst, ne? Ich trinke eigentlich meistens nur Wasser. Fettes, lautes Wasser. Da finde ich mal geil, wenn man so in einem Restaurant oder in der Kneipe ist und man bestellt sich dann ein Wasser. Ne? Einfach nur Wasser. Fragen die immer still oder mit Kohlensäure? Und wenn sie mich dann fragen, von wegen still, dann sage ich einfach immer nee, laut. Das ist so der Top-Anmachspruch. Ja, kein Scheiß. Damit kriegt man eigentlich jede Kellnerin zum Lachen. Da springt da drauf. Ah, die springt da drauf. Ah, schade. Na, springst du wieder da drauf? Na, Hexe? Und wärmt sich dich weg, den Mister. Ich glaube, ich hau die jetzt gleich mal ein bisschen mit der Ult weg, wa? Zack. Ach Mann. Warum hat die Talia hat mich jetzt getötet? Weil erstens hat die ihre scheiß Mauer hingefeuert, wo ich dann hochgeworfen wurde. Und dann ist sie nicht weiter weggelaufen. Dann kam die, war die Cutter in der Jump-Reichweite zur Talia und dann hat sie mich mit dem Gunblade getötet. Also eigentlich war das eher Talias Ding. Die hat mich auf dem Gewissen, die alte Sau. Abklingzeit Mana wäre eigentlich cool. Besser, glaube ich, wie... Ja, ich glaube, ich hole mir das noch. Gleich, aber... Ja, weil vor allen Dingen, ich habe hier auch nochmal Crit-Chance, ne? Ja. Und dann müsste ich mir nochmal einen Eifer holen. Weil, desto mehr Crit man auf den Jhin hat, desto geiler finde ich den. Weil er dann einfach so schnell laufen kann und dann hast du eigentlich den seine größte Schwäche zu eigentlich fast schon seinem größten Vorteil gemacht. Durch die Passive. Was hat denn, Alter? LOL. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte noch einen Schuss frei, aber ich konnte weder den Schuss setzen noch was anderes. Weg mit dir! Na, ja, kurz warten. Danke. Hahaha, zu Tode gebaitet. War zwar absolut nicht so geplant, aber hey. Oh wow.
Wow, ich habe mal einen Kill mehr, wie ich gestorben bin. Aber wenn man sich meine Assists anguckt, ey, holy shit. Ich habe jetzt halt die Geisterklinge eigentlich nur aktiviert dafür, dass ich halt mehr Attack Speed kriege. Und dementsprechend für mehr Attack Speed kriege ich auch wieder mehr Crit. Und man kann den Gebäuden ja auch Crit schaden. Oder an den Gebäuden critten. Dementsprechend habe ich dann halt mehr Damage. Glaube ich auf jeden Fall. Kann man an Gebäuden kritten? Schon, oder? Schade. Und genau die ich treffen wollte, den mache ich überhaupt keinen. Oder den ich getroffen habe, den mache ich überhaupt keinen Schaden. Ja, Talia, kommst du jetzt mal endlich auf die Idee, den Ward wegzumachen? Übel, ey. Wir müssen auf den Darius aufpassen. Ich ziehe an ihren Fäden. Der wollte mich bestimmt nämlich locken. Beziehungsweise hatte bestimmt oder hatte eigentlich fest, der steht bestimmt da oben irgendwo. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so weit weggegangen ist. Oder sich irgendwo gerecalled hat. Das Ding will ich haben. Diese Inszenierung braucht mehr. Weil dafür finde ich es ja irgendwie viel zu killgeil gewesen, jetzt die ganze Zeit über. Aber im Großen und Ganzen denke ich, werden wir das Ding hier wohl doch gewinnen. Langsam aber sicher runterrocken. Ich meine, gut, jetzt sind wir auch keine 4 gegen 5 mehr, ne? Achso. Ah ja, der Auge blät. Ne, wisst ihr Bescheid? Der Auge hatte ja nur 4. Ich 5. Schitte. Instabiles Terrain. Terrain. Mein Jhin wird jetzt endlich erkannt werden. Oh shit, ich hab die Dings da nicht kaputt gemacht. Jetzt kommen sie nämlich alle darüber gejumpt. Jetzt können wir nichts machen hier. Na, die folgen uns nicht mehr. Wunderbar.
Ah, zu weit weg. Schüsse. So, ich hole mir die Botlane. So. Ein bisschen fixer laufen hier. Ah, da ist Ende. Jetzt können wir das Ende machen. Kill gemobst. Boah. War das close. Oh wow. Hoppala. No. No. Ah, shit. Da habe ich den gerade dann mit der W angeschossen, wo der Bonus oder dieser Passive Teil weg war. Diese Markierung da. Scheiße. Mann, ey. Aber ich habe jetzt auch, glaube ich, mal ein paar Mal gemerkt, ich habe die Ult einmal kanalisiert, wodurch er viel. Ich glaube, ich habe immer jetzt oder versucht, ich weiß das nicht mehr genau, die Ult. Ich glaube, ich habe immer für die Ult jeweils pro Schuss versucht, R zu drücken. Oder ich habe beides gemacht. Ich habe Rechtsklick und R gedrückt. Wobei, ich glaube, ich darf ja gar nicht R drücken, weil wenn ich R drücke, wenn ich schon in der Ult bin, dann bricht er die Ult ja wieder ab, ne? Ich glaube, ich bin voll dumm. Scheiße. Ich glaube ja, ich probiere das jetzt gleich mal aus. So. Nur weil ich es kann. Na gut, wenn ich einen Kill damit noch holen könnte, wäre natürlich geil. Ah, okay, ich muss R drücken und nicht rechtsklicken. Das ist das Problem. Deswegen habe ich die Ult nicht immer so gut hingekriegt. Bam, Alter. Glaubst du, wer du bist, Alter? Katharina, hä? Wenn du mich anspringst, schieße ich dir ins Gesicht. Bam. Du bist tot. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.